Was soll man zu diesem Spiel sagen? Was soll man sagen zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gegen ein spanisches Team, das, und dazu werde ich noch ein bisschen mehr sagen, für mich etwas enttäuschend aufgetreten ist und einem deutschen Team, das eigentlich genauso wild und nervös begonnen hat, wie die Spanier dann quasi in der zweiten Hälfte agiert haben. Und damit willkommen zu meinem Talk zum Spiel Spanien gegen Deutschland. 2 zu 1 gewinnt Spanien und zieht damit ins Halbfinale ein. Verdient, unverdient. Darum soll es heute gehen. Und ich werde aber, wie immer, kurz auf die Aufstellung eingehen, dann das Spiel chronologisch durchgehen und dann kurz sagen, ja, wie ich das Ganze so gesehen habe. Bei den Aufstellungen gab es nämlich eine Überraschung. Nicht bei Spanien, sondern bei Deutschland. Da hat nämlich Emre Can gespielt im Mittelfeld für Andrich. Und Sané kam rein. Das war vielleicht eine halbe Überraschung. Denn die Idee mit Sané gegen die hoch aufrückenden Außenverteidiger von Spanien vorzugehen ist einfach eine gute Idee. Also, das Cucurella, der links verteidigt, Sané eben auf rechten Flügel, das war schon eine gute Idee von Nagelsmann. Man muss einfach sagen, was Deutschland wirklich gefehlt hat, ist ein Flügelspieler in Topform. Also, das hat man wirklich gemerkt, auch im ganzen Turnier, um ehrlich zu sein, auch schon gegen die Schweiz zum Beispiel. Chris Führig hätte ich da vielleicht auch noch gefeiert, aber keine Ahnung. Das am Ende dann, oder ein Maxi Bayer, der da einfach ein bisschen mehr Tempo bringt, da komme ich später zu den Wechseln noch zu. Aber das ist halt immer schwer zu sagen. An sich die Idee und auch vom Spielerprofil bringt Sané alles mit, um das zu bespielen. Was ich aber noch viel wichtiger fand, ist der Wechsel von Andrich zu Emre Can im Mittelfeld. Nagelsmann hat so erklärt, dass man eben Fabian Ruiz auf die Füße treten wollte. Ich fand sogar, Can hat kein schlechtes Spiel gemacht, also er war wirklich sehr in Ordnung. Er hat viele gute Zweikämpfe geführt, war aber im Spielaufbau zu hektisch. Er hat einen schlechten Ball gespielt, wo er mit links eine Verlagerung spielen wollte, was er einfach nicht oft kann. Also klar, so einen Ball kann man verspringen. Ich hätte mehr auf Andrich gezählt. Wer weiß, ob der vielleicht noch ein bisschen angeschlagen war. Keine Ahnung. Ich fand Andrich in der zweiten Hälfte auch wirklich deutlich besser, hat so viele Kopfbälle gewonnen. Aber man muss doch sagen, als Andrich reinkam in der zweiten Hälfte, war es auch ein komplett anderes Spiel. Sowieso schon, weil eben Spanien dann schnell in Führung gegangen ist. Aber ich fand, man muss einfach attestieren, dass die Einwechslung von Can in die Startelf nicht das bewirkt hat, was man wollte. Denn das Mittelfeld von Spanien, finde ich, hat dominiert in der ersten Hälfte. Zumindest mal über weite Teile. Das heißt nicht, dass dieses Mittelfeld die Strippen gezogen hat, wie sie wollten. Und ganz viel übers Mittelfeld in die Offensive gebracht haben. Das ist nicht wirklich passiert. Es gab drei, vier gute Situationen, wo das Mittelfeld einfach besser war von Spanien, wo man das einfach gesehen hat, wo dann auch Gefahr ins deutsche Spiel gebracht wurde. Aber ich fand, die letzte Kette, und damit kommen wir schon ins Spiel, hat immer sehr gut verteidigt von Deutschland. Also ein Tah Rüdiger, auch ein Kimmich war sehr, sehr stark heute oder gestern beim Spiel gegen Spanien. Und die haben es immer gut verteidigt, denn die besten Chancen eigentlich von Spanien waren alles Weitschüsse. Auch das 1 zu 0 dann ja in der zweiten Hälfte. Aber auch in der ersten Hälfte waren es vor allem die Weitschüsse, die dafür Gefahr gesorgt haben. Sonst wirklich viel rausgespielt, 100%ige Chancen gab es nicht. Es gab eine Situation, wo Williams mal ja ein bisschen Kimmich überlaufen konnte, aber dann war es, ich glaube, beide Male sogar abseits. Also wirklich keine riesige Gefahr. Und Deutschland hatte eine halbwegs gute Chance, war ein Kopfball von Havertz, der aber auch super schwer ist, mit Druck aufs Tor zu bringen, wo Unai Simon wirklich gar kein Problem hat. Und dann noch ein Schuss von Havertz nach wieder einem schönen Ball von Rüdiger, wie man es in der Turnierphase schon oft gesehen hat, gegen Dänemark in der Gruppenphase. Langer Ball Rüdiger auf Havertz, der macht es richtig gut, hat wirklich so häufig funktioniert, aber der Schuss ist dann nicht gut genug, Unai Simon greift zu. Und das war die erste Halbzeit. Also Spanien, ein, zwei gute Weitschüsse, es gab noch einen Freistoß von Jamal, der ja knapp vorbeigeht, aber ja gut, er geht halt vorbei, ist nicht mal ein Schuss aufs Tor. Und Deutschland auch mit ein, zwei ganz guten Situationen. Eigentlich einen gefährlichen Torschuss, wenn man ehrlich ist, für Deutschland. Und ein paar Weitschüsse für Spanien, die Neuer entweder alle halten muss oder einfach auch ungefährlich aufs Tor kam. Und da also geht es dann mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Und ich muss sagen, ich war ganz zufrieden mit dem Ergebnis, denn die erste Viertelstunde war Deutschland einfach zu nervös. Es gab noch die Situation, dass irgendwie Fans gedacht haben, ja, Toni Kroos muss eigentlich gelb-rot sehen für die Fouls und so. Ich muss auch sagen, Kroos hat irgendwie vier Fouls begangen oder so in der ersten Hälfte, wo overall zwei auf jeden Fall gelbwürdig waren. Aber das ist halt keine Argumentation, die man ziehen kann, denn wenn Toni Kroos die gelbe Karte bekommt, egal gegen für welches Foul, dann kannst du nicht sagen, ja, dann sieht er halt dafür dann gelb-rot. Wenn er die gelbe Karte hat, dann geht er vielleicht gar nicht so in den Zweikampf. Dann gibt es diese zweite Situation,
die vermeintlich dann gelb-rot hätte geben müssen, gar nicht. Weißt du? Also es ist einfach keine Argumentation, die man bringen kann. Wenn jemand gelb vorbelastet ist, wie es manche deutsche Spieler ja waren, ein Rüdiger oder ein Raum, dann gehen die halt auch ganz anders in die Zweikämpfe. Das nur kurz dazu. Die zweite Hälfte beginnt dann mit dem Schocker für Deutschland. Dani Olmo, der reinkam für den verletzten Petri, für mich ja auch Man of the Match gewesen. Tor gemacht. Die Vorlage fürs spätere 2-1 gegeben und auch insgesamt war Olmo immer der Unruheherd. Also spätestens als Jamal und Williams raus waren, gab es nichts für die spanische Offensive. Also wirklich gar nichts. Irgendwie seit der 70., 60. Minute, schauen wir mal ganz kurz, wann wurden die ausgewechselt? Schauen wir kurz rein. Jamal in der 63., Williams in der 80. Also ich sag wirklich, ab der 60. Minute kam von Spanien offensiv eigentlich gar nichts mehr. Da ging nur noch was, wenn Olmo irgendwie mal ein Tänzchen ausgepackt hat. Und dann hat Deutschland richtig gut gedrückt, die Einwechslung von Andrich und vor allen Dingen aber, und wirklich vor allen Dingen von Florian Wirtz haben richtig was gewirkt. Man hat gesehen, wie gerade auch Wirtz wirklich alles auf den Platz gelassen hat. Der war nur, in Anführungszeichen nur, die zweite Hälfte auf dem Platz, aber als dann der späte Ausgleich für Deutschland kam und dann es in die Verlängerung ging, war Wirtz schon komplett kaputt gefühlt. Also der hat so durchgeatmet, weil er nach vorne gesprintet ist, nach hinten gesprintet ist, der Typ hat alles gegeben für dieses Spiel. Und das hat man auch gemerkt, Deutschland hat sich wirklich, wirklich viele Chancen herausgespielt. Teilweise Halbchancen, so ein Weitschuss von Andrich, wo Unai Simon den Ball schön hält. Dann auch Kopfbälle, die nicht so gut waren, vielleicht auch Offensivfoul von Havertz. Dann gab es natürlich den Pfostenschuss von Niklas Füllkrug, wo er auch ein bisschen böse gehalten wird, aber den kann man auch reinmachen. Dann gab es zwei gute Kopfbälle von Füllkrug, die entweder Unai Simon gut hält oder die knapp am Tor vorbeigehen. Dann gibt es natürlich noch die Riesenchance nach dem absolut riesigen Patzer von Unai Simon, der zu dem Zeitpunkt ja schon relativ früh die gelbe Karte für wegen Zeitspiels gesehen hatte, wo Unai Simon den Ball direkt Havertz in die Füße spielt, wo ich mir dachte, kann er vielleicht rechts rüberlegen, war aber schwierig. Er setzt zum Lupfer an und ganz ehrlich, wenn man so viel Zeit und Platz hat, muss ein Spieler von seinem Format den zumindest mal aufs Tor bringen. Es ist natürlich extrem knapp so, aber man muss einfach sagen, ich glaube, am Ende ist die Statistik für Kai Havertz ein bisschen verheerend. Expected Goals aus dem Spiel für Kai Havertz 2,6 oder 2,9 und er hat 0 Tore draus gemacht. Also der hat komplett underperformed, was das angeht. Und das ist einfach auch aufgefallen. Als da ein Füllkrug für den Gündogan reinkam, hat man direkt gemerkt, hat der eine andere Strafraumpräsenz. Ich habe die ganzen Chancen schon angesprochen. Aber, und das muss ich wirklich sagen, was sich gewandelt hat für die Perspektive, für die deutsche Mannschaft. Ich habe immer dran geglaubt. Eine Chance, nur eine Chance braucht Deutschland und es steht hier 1-1. Und das ist was man bei Deutschland nicht so oft hatte in letzter Zeit. Dieser Glauben daran, dass sie dieses Tor noch erzielen werden. Und das hat dann Florian Wirtz gemacht und das hat er auch ganz verdient gemacht. Ich glaube, die Expected Goals in der zweiten Halbzeit waren wie 0,2 für Spanien und 1,3 oder 1,2 für Deutschland. Also komplett verdient, dass Deutschland da den Ausgleich macht, auch wenn er sehr spät fällt. Selbst nach dem Ausgleich, der in der 89. Minute gefallen ist, gab es noch die Chance, ich glaube, für Müller, wobei das dann, glaube ich, auch abseits war. Aber gab es nochmal eine gute Offensivaktion für Deutschland. Also das Momentum hat sich komplett gedreht. Und auch in der Verlängerung, muss man sagen, war es das, also für Spanien. Also die hatten die eine Chance, wir kommen dann natürlich noch zum Tor, aber bis zu diesem Tor von Spanien hatte Spanien nicht eine Chance. Es lief fast Angriff um Angriff der deutschen Mannschaft. Florian Wirtz, der knapp vorbeischießt. Musiala, der super in Szene gesetzt wird. Natürlich dann noch eine Ablagechance für Müller. Viele Situationen, wo ich denke, boah, die muss Deutschland besser ausspielen. Ein Schuss von Füllkrug, wo eigentlich ein 2-gegen-2-Konter ist für Deutschland. Wo ich mir in den Situationen auch wünsche, jetzt kommen wir kurz in Auswechslung, dass vielleicht ein Maximilian Bayer spielt statt ein Thomas Müller. Man kann immer sagen, macht Maximilian Bayer auch die schlauen Läufe, die ein Thomas Müller macht. Aber es gab 3-4 Kontersituationen, wo die Deutschen wirklich 2-gegen-2 oder sogar 3-gegen-2 Überzahl. Deutschland spielt den Konter und du hast halt einen Füllkrug, der langsam ist, du hast einen Müller, der langsam ist und einen Musiala, der nicht mehr rennen kann. Das war wirklich dann deine Kontersituation. Und ich denke mir, wenn du da einen Maxi Bayer hast, der da noch in den Vollsprint gehen kann, Bro, Nacho und Carvajal, die laufen da nicht mehr hinterher. Die können das nicht mehr. Und das fand ich, das ist das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen Nagelsmann vorwerfen werde, dass er ein bisschen, ich weiß, man hat es nicht so gedacht, klar, Verlängerung und dann hast du noch einen Wechsel, der bringt Anton für die defensive Stabilität, was auch in Ordnung ist. Aber wenn du da halt Maxi Bayer bringst, spielst du die Konter, sage ich ganz ehrlich, viel, viel besser zu Ende. Es gab dann die Elfmetersituation, wo es vielleicht vorher abseits war von Füllkrug. Es wäre vielleicht ganz knapp gewesen, aber das Ding ist, von dem, was man weiß oder von dem, was ich jetzt weiß, ich nehme es eben am Tag darauf, früh morgens auf, war es kein Abseits.
Also zumindest war das Abseits nicht bestätigt. Also es gab gibt keine offizielle Abseitslinie oder so. Und das ist das Wichtige jetzt für mich, was ich sage. Der VAR hat doch nicht Abseits gecheckt. Also klar, man kann sagen, ah, dann war es aber Abseits. Aber diese potenzielle Abseitssituation von Füllkrug vorher hat nicht in die Entscheidungsfindung vom Schiedsrichter oder VAR Einfluss genommen. Darum ging es nicht. Dass der Schiedsrichter gesagt hat, das ist kein Elfmeter, hat nichts mit dem Abseits zu tun. Von dem, was ich jetzt gerade weiß, also was gerade der Infostand ist. Und das geht für mich nicht. Ich finde, dass man argumentieren kann, dass es kein Elfmeter ist, wenn es so eine Flanke ist, die ins Nichts führt oder so weiter. Aber man muss sich die, man hat ja eine richtig gute Kamera von Musiala, der den Schuss macht von hinten. Und man sieht, wie dieser Schuss richtig gut aufs Tor gekommen wäre. Und ich sage ehrlich, dass der Ball wäre vielleicht zu 60-70% reingegangen, wenn eben Kukurea den Ball nicht mit der Hand blockt. Und es kann nicht sein, dass du so eine extrem gute Torchance mit der Hand klären darfst und es gibt keinen Elfmeter. Also das ist dann wirklich ein bisschen Scam. Die Aufregung ist komplett verständlich. Für mich ist es eher ein Elfmeter, als dass es kein Elfmeter ist. Nichtsdestotrotz hat es sich eingegliedert in eine Reihe von Chancen von Deutschland, die Deutschland nicht gut ausspielt. Im Endeffekt ist es auch eine Riesenchance, wenn Musiala da eben einfach draufhauen kann. Es ist einfach mega ärgerlich und hat einfach einen faden Beigeschmack. Die Spanier ab der zweiten Hälfte haben sich wirklich bei jedem Zweikampf auf den Boden gelegt, haben wirklich auch Nacho richtig eklig. Der stellt sich einfach in den Laufweg von Würz und lässt sich dann fallen als, und will da die gelb-rote Karte für Würz provozieren. Also wirklich eine ganz eklige Spielweise von den Spaniern. Man kann dann sagen, ja, wird doch jeder machen in dem Spielstand, aber ich will niemals unfaires und unsportliches Verhalten mit einem Spielstand oder einer Wichtigkeit von einem Spiel entschuldigen. Das ist einfach dann kein Sport, sage ich ganz ehrlich. Dann gab es eben diese eine Situation, wo Rüdiger nicht seinen Mann, eben Mikel Merino war es dann, marken kann und Olmo macht eine super Flanke, ein geiler Kopfball, der steht da wirklich in der Luft, brillant. Und selbst nach diesem 2:1 für Spanien hat Füllkrug nochmal eine Riesenchance. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen durch das Spiel gegen Dänemark gezogen. Deutschland hatte auch gegen Dänemark in der zweiten Hälfte so viele Chancen, macht dann aber nur ein Tor aus dem Spiel. Und auch gegen Spanien, Expected Goals war auch von über 2, wenn ich mich recht entsinne. Deutschland muss hier mindestens 2 Tore schießen. Und das hat Deutschland das Genick gebrochen. Es war sehr ärgerlich, es ist auch viel gegen die deutsche Mannschaft gelaufen, aber ich denke, so verdient, unverdient, hätte es Deutschland etwas mehr verdient, einfach nur die Chancen betrachtet, hätte es Deutschland ein bisschen mehr verdient. Vor dem Spiel dachte ich 60-40 für Spanien, am Ende war es für mich ein 60-40 für Deutschland Spiel. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Es ist jetzt eine längere Reaction, weil es so ein längeres Spiel war. Es ist ein extrem bitteres Ausscheiden, aber ich will noch ein Schlusswort bringen und das ist die WM 2026. Wir haben Würz, wir haben Musiala, die 2 Jahre älter sind. Wir haben auch, ich sag ganz ehrlich, Nico Schlotterbeck, den ich richtig gut fand gegen Gelmark, der auch 2 Jahre älter ist und hoffentlich gereift ist. Einen der vielleicht besten Innenverteidiger, den es gibt in unseren Reihen. Ich habe richtig Bock auf dieses nächste Turnier. Nagelsmann hat aus dieser Truppe eine Mannschaft gemacht, der es richtig Spaß macht zuzuschauen und mit der man einfach mitfiebern kann. Danke für diese tolle Leistung bei der Europameisterschaft. Ihr seid bitter, unglücklich und wirklich auch mit ein bisschen Pech ausgeschieden, aber ihr habt einen krassen Fight geliefert und danke fürs Zuschauen.